Willkommen Ihnen alle zu unserem allerersten Karambuli. Jetzt hat der Jürg Grässig alles schon gesagt, was ich auch sagen wollte. Aber etwas ist ganz wichtig, dass unsere Sendung vom Kontrast lebt. Ich glaube, so dürfen wir verbleiben. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Spass haben mit dem, was wir beabsichtigen. Wir wollen wirklich nicht ganz das bringen, was schon 100 Mal auf allen anderen Kanälen zu sehen war. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Kuhhandel vom Ganzen. Die Form von Musik habe ich allerdings jetzt noch nie gekriegt. Nein. Das sind Mozartkugeln. Richtig, direkt aus Salzburg. Und die Mozartkugeln sind ein bisschen Erpressungsgeschenk. Ja, glauben Sie, Politiker seien erstens erpressbar und zweitens schaubedürftig. Ja. Das werden wir jetzt sehen. Jetzt bringen Sie mir ein bisschen in eine schwierige Lage. Denn wenn Sie jetzt erpressbar sind, und da sind Sie als Politiker erpressbar, aber ich würde sagen, Sie sind als Privatmensch da. Als Privatmensch dürften Sie ruhig erpressbar sein und zum Beispiel jetzt den Dirigentenstab in die Hand nehmen und einmal als Laie probieren, ob es möglich ist, ein Orchester wenigstens ein paar Tage lang zum Spielen zu bringen. Machen Sie das für uns? Wenn wir mal durchgehen. Ich habe nicht gedacht, dass ich im Leben oder dazu komme, eine Bundespräsidentin zu vergewaltigen. Sie müssen mich entschuldigen. Das wird die allerdings mal sehen, wenn Sie das vormachen würden.